Gut, komm, eine geht noch. Eine geht noch, eine geht noch rein. Eine geht noch, eine geht noch rein. Bonusaufgabe 3. 3. 3. Trio. Heute hat dein Chef einen wirklich schweren Auftrag für dich. Er will, dass du alle Auflieger von hier so umparkst, dass sie in der Nähe der Tore stehen, und er will es schnell erledigt haben. Der geht ja noch, aber der dort hinten? How? Ich meine, der ist Millimeter vom Zaun entfernt. Schon. Die wollen mich hier foltern. Schlimmer als ein Horrorspiel. Also wirklich schlimmer als ein Horrorspiel. Der geht ja noch hier. Der ist ganz okay. Der da. Ja. Kann man nichts falsch machen. Wollte ich schon sagen. Bis ich die Teile hier vorne gesehen habe. Aber trotzdem geht der ja noch. Als der andere den Millimeter vom Zaun entfernt ist. Also, ich weiß ja nicht, aber kann man null rangieren, dass das Heck hier ausschert. Hat man übrigens gerade gesehen, wie die Räder hier schlecht herumfahren. Da ich den hier rauskriegen muss, rückwärts, nehme ich wahrscheinlich die mittlere Rampe oder die zweite hier, da ich ein bisschen hier mehr Platz habe. Wahrscheinlich werde ich es eh nicht bis dahin schaffen, aber we will see. We will see. Rückwärts, bitte. So, das war schon wieder zu much. Schönes Englisch. Zu much. Wahrscheinlich auch hier wieder 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, was auch immer. Dann können wir uns den hier schnappen. 5, diesmal 5 Auflieger. Vorhin waren es 4, jetzt sind es 5. Dann werden es wahrscheinlich 6 und dann 7. Schätze ich mal. Vor allem beim Ankuppeln springen die Auflieger halt wie keine Ahnung was und so unpredicted, dass man das einfach nicht hervorsehen kann. Wie, ob die dann irgendwie was berühren oder nicht? Das ist jetzt schon sehr knapp. Wirklich sehr knapp. Außenperspektive macht halt einfach gar nichts mehr. Die lässt mich einfach völlig im Stich. Schade, schade. Am Anfang war es noch hilfreich, aber jetzt bei diesen Aufgaben zero. Nichts. Bringt mir gar nichts mit der Außenperspektive. So, und so hat der Trailer gleich geschafft. Um 5. Eine schöne Parkbremse habe ich jetzt gemerkt. Dann abkuppeln. Dann haben wir hier drüben einen Auflieger, habe ich gesehen. Der ist ja auch noch einfach zu handhaben, Alter. Also im Gegensatz zu den anderen natürlich. Schon schwer, aber einfacher. Hoffentlich. Ja, ganz knapp.
Ganz knapp. Ganz knappes Ding. Ich würde jetzt hier den rechten nehmen. Den rechten Parkspot. Ich glaube, der linke ist ein bisschen einfacher. Und hier mehr Fläche gerade, also gerade Fläche hat. Um gerade zu ziehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dann packe ich halt zwischen sei auch irgendwann ein. Was ja dann hoffentlich kein Problem mehr sein sollte nach dieser Mammutaufgabe hier. Ich weiß auch nicht, warum man mich dafür anheuert, das zu machen. Jetzt nehme ich den linken Auflieger. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen nach vorne gehen, da ich hier schauen muss, wo, wie, wo, was. Also ihr wollt mich doch verarschen. Nur schon um den Auflieger anzukoppeln, brauchst du Skill, Luck, eigentlich alles, was man in diesem Game nicht hat. Wieder Handbremse. Jetzt ganz kurz eruieren. Ich könnte dort rückwärts ein bisschen hineinfahren. Hier habe ich fast gar keinen Platz. Dann würde ich sagen, ein bisschen vorwärts erstmal. Wenn ich ein bisschen Platz bekomme auf der rechten Seite. Und dann rückwärts. Sorry übrigens, falls man mich manchmal nicht so gut versteht. Aber wenn ich hier mit dem... Kann ich hier drehen? Aber wenn ich halt immer wieder vor und zurück gehen muss mit der Maus, die fast eine Armlänge von mir jetzt entfernt ist, hantieren muss, ist das ein bisschen schwierig, dass ich da das Mikrofon immer zu meinem Mund gerichtet habe. Ich glaube, das geht nicht, dass ich hier gerade möchte. Kannst du dir anschauen? Ich glaube nicht, dass man hier rumkommt. Ich muss wahrscheinlich wirklich rückwärts. Halt. Rückwärts hier raus. Das ist doch unmachbar. Vor allem, wenn ich jetzt hier verkacke, dann in nice, ne? Habe ich das andere alles für gar nichts getan. Aber ich glaube, dann kann ich mich wirklich LKW-Profi nennen. Und dann sollte das Scania Truck Simulator gar kein Problem mehr sein. Weil dort sind ja auch so gefährliche Straßen beinhaltet und so weiter und so fort. Ganz knappes Ding. Und dann sollte auch das Einparken im American Truck Simulator einfach gehen. Und dort finde ich es manchmal ein bisschen schwieriger. Mit der langen Schnauze des LKWs, einem langen Radstand und diese 50 Fuß Trailern, die es dort gibt. Okay, gut, dass ich hier Platz gelassen habe. Hätte ich zwar nicht gebraucht, aber besser haben als brauchen. Und irgendwie so war das doch. 8 Minuten für 4 Auflieger diesmal. Eigentlich ein guter Schnitt, würde ich sagen. Aber die Masteraufgabe wartet ja noch auf uns. Die Masteraufgabe. Wahrscheinlich werde ich dort verkacken und dann... Danke für gar nichts.
Danke für 10 Minuten Lebensverschwendung. Habe ich ja sonst sowieso schon mit diesen ganzen Games. Lebensverschwendung, aber okay. So. Jetzt bleibt nur noch einer übrig. Das ist unser Sorgenkind hier. Sorry, das war mein Kopfhörer, den ihr gerade gehört habt, am Mikrofon lang schrauben. Junge, Junge, Junge. Hau, vor allem wenn ich da ein bisschen falsch stehe, der Trailer nach links springt. I'm dead. Gnadenlos bin ich dann tot. Lieber... Oh mein Gott. Bisschen mehr links stehen, damit er wenigstens nach links springen würde. Wenn dann, dann sonst, oder? So in dem... Ich hab so Angst, dass er irgendwie plötzlich nach vorne springt. Klappt das? Bitte sag mir einfach ja. Dann habe ich schon ein bisschen was geschafft. Ah, gut. Gut. Gut, Millimeter sind gerettet. Kann das vielleicht ja doch irgendwie was werden? Aber wie? Das ist hier die große Frage. Vorwärts, rückwärts, rückwärts, vorwärts. Ich muss einfach Platz gewinnen auf der linken Seite. Sich hier den Trailer auf die rechte Seite, bekommen. Ich fahr mal ganz rückwärts. So weit wie es geht. Wait. Das sollte gehen mit der Lampe. Ein kleines bisschen noch. Komm. Das ist so schrecklich, dass der LKW manchmal so Sprünge macht. Kurz rückwärts schauen. Rühre ich die Lampe, wenn ich jetzt mehr einschlage. Ich mache gerade richtig was falsch. Nee. Es kommt nicht so, wie ich das möchte eigentlich. Also stehe ich jetzt wieder mehr nach links. Also wenn ich das geschafft habe, brauche ich eine Pause. Das sieht zu knapp aus mit dem Zaun links. Auch wenn ich den Zaun kaum sehe. Und so werde ich es immer noch nicht schaffen. Aber wir sind schon mal ein bisschen weiter weg vom Zaun. Okay. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt kann ich hier ganz nach rechts. Und dann wieder nach links. Um wieder nach rechts zu ziehen. Dann steht der Auflieger schon mal richtig. Die richtige Richtung. Denn irgendwo hat es ja hier noch einen LKW. Glaube ich. Links, genau. Dann so, das war zu viel. Immer wieder dieses zu viele Eindrehen. Dann verpasse ich den Scheitelpunkt und der
Trailer zieht sich ganz nach links rüber. Okay. Jetzt ja nichts mehr falsch machen. Ich fahre mal kurz weiter rückwärts. So weit wie es halt geht. Stopp. Dann kurz mal nach rechts eindrehen und jetzt wieder nach links. Und dann so in diese Lücke hier hinein. So soll ich es eigentlich auch schon schaffen. 14 Minuten. Alter. Okay, okay. Wie kommt der Sache näher? Das ist einfach Kraftsport. Könnte hier schon fast ein Pulsmesser einbauen bei den Horrorspielen, die ich auf meinem Kanal habe. Wahrscheinlich habe ich da auch hier einen höheren Puls als normal. Okay, das sieht gut aus, aber noch nicht zu früh freuen. Langsam, stopp. Oh, puh. Sogar Silber. Yes. Wait kurz, wait. Danke, 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 danke. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, danke. Wäre doch nicht nötig. Danke sehr. Alter. Aufzeichnung ansehen. Oh mein Gott, Aufgaben. Alter. 14 Minuten. 17 Minuten. 10 Minuten. Boah. Ich bin fix und fertig gerade. Oh, das reicht. Ich dachte, ich werde heute fertig. Zu früh gefreut. Naja, egal. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder bei einer neuen Aufnahmesession. Und somit, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Trailers. Haut rein. Bis dahin. Ciao mit V. Tschüss.